Hey Leute, schaut mal, was ich mir gekauft habe. Jetzt kann mir endlich auch mal ein Lichtlein aufgehen. So, und jetzt wieder hier schön verpacken, damit die auch ja nicht kaputt geht, denn die habe ich mir wirklich gekauft, weil ich sie brauche. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Ducky LP, der gerade mega hyped ist, weil, ja, Leute, was die Wizarding World anbelangt, bin ich momentan wirklich auf einem Hype-Status, den ich schon lange nicht mehr hatte. Eigentlich schon seit 2018 nicht mehr. Und das muss ich mit euch teilen, deswegen hier ganz viel Frohsinn und Motivation an euch rübergeschoben und bitteschön. Ja, wir sind hier immer noch in der Krankenstation vom St. Mungo Hospital, wo wir herausfinden mussten, was mit Penny, Jacob und dieser komischen Ollen da los ist. Und ja, wir haben diese riesige Flasche Kürbissaft unter Jacobs Bett gefunden, wo wahrscheinlich der Alihotzi-Trank drin war. Und ob das der Fall ist, ob ich da recht behalte, das werden wir heute herausfinden, denn ein Blick auf die Aufgabenliste verrät uns, dass wir uns mit dem guten Severus Snape treffen müssen. Aber davor stellt sich noch eine ganz andere Frage, die da wäre, welches Tierwesen? Und ganz ehrlich, Leute, mir bleibt eigentlich keine andere Wahl, weil hier kann ich nicht weitermachen. Hier kann ich auch nicht weitermachen. Ich kann nur hier weitermachen. Deswegen fangen wir erst mit diesem Tierwesen an und machen danach dieses Tierwesen, ja? Okay, let's go, Leute. So, und dafür muss ich auch erstmal dieses Tierwesen kaufen, deswegen seid ihr direkt mit live dabei, wenn ich meinen Sumpfkrattler hier für 60 rote, 30 silberne und 15 goldene kaufe. Das ist so viel. Adoptieren und zack. Komm her, du kleiner Sumpfkrattler, ich bin der neue Besitzer. Ich glaube, der hätte sich auch lieber was anderes gewünscht. Oh, guckt mal. So, dann wollen wir erstmal ein bisschen Bindung aufbauen, ne, damit der Kleine uns direkt mal lieb hat. Guck mal, hier kannst mich lieb haben. Ich bin der Ducky LP. So, und jetzt kriegst du hier nochmal ein bisschen Futter von mir. Guck mal hier. Mh, lecker, 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 lecker. Mh, oh Gott. Ja. Kinder, fallt da nicht rein. Das könnte böse ausgehen. Cool, damit haben wir jetzt unseren Sumpfkrattler und damit können wir auch direkt die nächste Aufgabe anfangen. Nämlich diese hier. Sumpfkrattler beschäftigen. Beschäftige den Sumpfkrattler beim Seeufer, während ich mit Sprout rede. Hab ich schon, Hagrid. Aber naja, doppelt hält besser, oder wie war das? So, und da ist er auch schon. Und da ist Liz und oh, da ist Mr. Ribbity. Sehr schön. Und dieses hässlich animierte Hogwarts. So, hallo Liz. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir hilfst, auf den Sumpfkrattler aufzupassen, während Hagrid mit Professor Sprout redet, Liz. Es ist mir ein Vergnügen. Der Sumpfkrattler ist faszinierend und hässlich. Glaubst du, Hagrid wird bei Sprout Erfolg haben? Hagrid wird sein Ziel erreichen. Es kann sein, dass wir einen Alternativplan brauchen. Wir brauchen einen Alternativplan, weil Hogwarts Mystery nicht dafür bekannt ist, ein Event nach zwei Folgen oder nach zwei Aufgaben abzubrechen und mehr Geld aus unseren Taschen zu leiern. Deswegen wird da irgendwas schief gehen. Amen. Hagrid ist wunderbar, aber ja, guck, ich krieg sogar Wissenspunkte, weil das ein schlauer Gedanke war. Aber es kann sein, dass wir einen Alternativplan brauchen. Es ist ziemlich viel Druck, dass die gesamte Zukunft des Sumpfkrattlers von einem Gespräch abhängt. Aber sagt es nicht so laut, er könnte uns hören. Das stimmt. Selbst wenn Sprout den Sumpfkrattler kennenlernt und mag, kann es trotzdem sein, dass er weiterhin ihre Alraunen frisst. Vielleicht könnten wir dem Sumpfkrattler irgendwie anders helfen. Ja, ganz bestimmt. Wir machen ihn zum Vegetarier. Hä? Lass uns darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass der Sumpfkrattler in Hogwarts bleiben darf. Ich fand meine Idee jetzt eigentlich schon ziemlich gut, oder was meint ihr, Leute? Naja, los geht's. Oder? Weil ich meine, Alraunen sind ja im Grunde sowas wie... Oh, ich habe eine SMS bekommen. Oh, nur der. Egal. War mein bescheuerter Cousin, Leute. Niemand aus der DA, da wäre ich schon dran gegangen. Ja, was ich sagen wollte, ihn zum Vegetarier zu machen, wäre doch eigentlich die ideale Möglichkeit, oder? Weil dann frisst er keine Alraunen mehr, weil Alraunen sind ja nicht... Also, sie sind schon... Sind die vegetarisch? Mal an die Vegetarier und Veganer unter euch, das würde mich gerade mal wirklich, wirklich aufrichtig interessieren. Würdet ihr Alraunen essen, wenn sie lecker wären? Weil im Grunde sind das ja Pflanzen.
aber sehr empfindungsfähige Pflanzen, die schreien und beißen. Würdet ihr? Ich weiß es nicht, weil an sich sind es ja Pflanzen, aber spricht das da nicht trotzdem irgendwie gegen das Dasein eines Vegetariers oder Veganers? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, ist eine echt gute Frage an der Stelle. So, das wäre echt das coolste Thema. Mag jemand das als Thema für LBH in die Kommentare schreiben? Kleiner Tipp am Rande, ich werde es bestimmt nehmen, einsammeln. Wenn der Sumpfkrattler bleiben dürfen soll? Das klingt so scheiße. Müssen wir dafür sorgen, dass Professor Sprout ihn mag, aber vor allem müssen wir beweisen, dass er ihre Alraunen in Ruhe lassen wird. Ja, er frisst stattdessen Sir Ribbity. Was soll schon schief gehen? Oh, Sir Ribbity, wo gehst du hin? Hm, vielleicht in diesen riesigen See da? Weil das so eventuell sein natürlicher Lebensraum ist oder so? Quack! Nicht so nah, Sir Ribbity! Er gewöhnt sich immer noch an uns! Oh. Ah, ich dachte gerade, er hat Sir Ribbity gefressen, ey. Oh oh. Oh oh. Aber sie haben es cool animiert, das muss man denen lassen. Oh oh, ouch! Hat er dir ein Bein abgekaut, Liz? Was ist los? Bist du in Ordnung? Alles in Ordnung. Ich habe mich nur erschreckt. Der Sumpfkrattler hat nur versucht, an meinem Knöchel zu knabbern. Ich schätze, das war nur ein Warnbiss. Sumpfkrattler haben sehr scharfe Zähne. Er hätte mich also verletzen können, wenn er gewollt hätte. Ich bin froh, dass Professor Sprout nicht hier war und das nicht mitbekommen hat. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das eine nützliche Information. Wenn der Sumpfkrattler mit Bissen kommunizieren kann, ist er eindeutig intelligent. Intelligenter als Ducky LP, nur nicht besonders wohlerzogen. Liz, du bist ein Genie! Natürlich! Bin ich das? Wenn der Sumpfkrattler wirklich so schlau ist, wie es aussieht, können wir ihn vielleicht trainieren und zum Vegetarier machen. Ey, Leute. Und wenn wir ihn trainieren können, dann können wir ihm beibringen, Sprouts Alraunen fernzubleiben. Und dann dürfte er in Hogwarts bleiben. Das ist genial. Ich bin wirklich ein Genie. Na, übertreib's mal nicht, Liz. Ich habe noch nie einen wilden Sumpfkrattler trainiert, aber ich kenne genau die richtige Person, die uns helfen kann. Wir werden den Sumpfkrattler zu Professor Kesselbrand bringen. Okay, das klingt nach einem souveränen Plan, würde ich sagen. Machen wir dann aber erst, genau, nächste Folge. Kesselbrand besuchen. Komm schon, lass uns herausfinden, wie wir den Sumpfkrattler trainieren können. Alles klar, wie gesagt, nächste Folge, Liz, hörst du mir nicht zu? Entschuldigung. Alles gut, Liz, ist okay. Ja, Leute, dann werden wir uns jetzt natürlich noch um die Hauptstory kümmern, beziehungsweise um den guten Professor Snape. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf diese Aufgabe, weil ich mag Snape, in diesem Spiel vor allem. Let's go. Weil das Allercoolste ist, dass Snape immer den Hauptprotagonisten, beziehungsweise die Leute disst und ich mag das. Oh, da ist Beatrice. Ach, die gibt's noch? Lol. Granger, mir ist aufgefallen, dass ich sie in letzter Zeit viel öfter gesehen habe, als mir lieb ist. Sag ich doch, ich liebe den Typen. Was wollen Sie dieses Mal von mir? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss herausfinden, ob dieser Kürbissaft mit Alihotzi-Trank versetzt wurde. Und warum genau sollte ich Ihnen helfen? St. Mungo steckt in Schwierigkeiten. Sie sind der Meister der Zaubertränke, weil ich sie nett darum bitte. Das erste? Sie sollten mir helfen, weil St. Mungo in Schwierigkeiten steckt. Das Krankenhaus ersinkt im Chaos. Ein ziemlich selbstloser Grund, allerdings auch unglaublich sentimental. Bitte, Professor, mein Bruder Penny und Madame Stroud leiden alle unter einem Lachfluch. Ich werde ihnen helfen, aber nur, weil sie andernfalls irreparable Schäden anrichten würden. Vielen Dank, Professor. Also ist meine Dummheit schuld, dass ich das jetzt schaffe? Das ist ja toll. Ich brauche Zeit, um den Inhalt dieser Flasche ordentlich zu analysieren. Ja, dann rede ich so lange mit dem blonden Mädchen an der Seite. Hi Beatrice, du bist meine zukünftige, hier, wie heißt das? Schwägerin? Egal. Daniel, stimmt es, was du gesagt hast? Was den Lachfluch angeht?
Allerdings, Beatrice, ich ermute, du hast uns zugehört. Du warst nicht gerade unauffällig. Ich... Ja? Beatrice, machst du dir Sorgen um Penny? Nein, ich... hatte beinahe damit gerechnet, dass sie früher oder später verflucht wird. Es ist in Ordnung, wenn du dir Sorgen machst, weißt du? Immerhin ist sie deine Schwester. Ich mache mir keine Sorgen. Nicht allzu sehr. Warum reden wir nicht ein wenig darüber? Darüber, wie du dir keine Sorgen machst oder nicht allzu sehr? Ja. Das wäre toll. Lass uns das tun. Okay, ja, dann wollen wir mal, Leute. Let's go. Also, Beatrice, dann erzähl mal dem Onkel Dougie, was du hier, ne, was dir so auf dem Herzen liegt, ne? Ja, hören wir uns das Ganze mal an. Ich habe ja schon eine Theorie, was sie eventuell erzählen könnte. Weil sie ist ja... Ey, warum buggt das Spiel? Oh, es klappt wieder, geil. Okay, alles klar. Weiter geht's. Ja, Leute, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Mich hat das gerade voll aus dem Konzept gebracht. Aber ich mag euch. Ihr seid toll. Und ich habe euch ganz doll lieb. Ihr seid die tollste Community, die ich mir vorstellen kann. Das klingt jetzt übel geschleimt. Und eigentlich sage ich das jetzt gerade auch in akutem Moment nur, weil ich nicht mehr weiß, was ich davor gesagt habe. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem die Wahrheit ist. Ey, jetzt buggt es. Nein, es buggt schon wieder. Oh ne, es buggt. So Leute, da bin ich wieder. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Die Aufnahme ist gerade einmal vorhin abgestürzt, weil das Spiel irgendwie einen komischen Fehler hatte. Und ja, dann habe ich es neu gestartet und dann hat wieder alles funktioniert. So als ob mir das Spiel sagen wollte... Wie, du hast uns vorhin wegen unserer Kürbisflasche kritisiert. Er stürzt jetzt erstmal dein Spiel ab. Ja, danke, Hogwarts Mystery. Einsammeln. Das klingt, als würdest du alles in deiner Macht Stehende tun, um meiner Schwester und den anderen zu helfen. Wundert dich das, Beatrice? Aber was macht ein Patronus dort? Hast du ihn gerufen? Nein, ich habe meinen Patronus nicht beschworen. Meiner ist viel cooler und nicht so ein komischer Schwan. Meiner ist ein fettgeiler Tiger, Alter. Obliviate. Dieser Patronus ist ein Schwan und gehört einer anderen Person. Wer auch immer dahinter steckt, er scheint das Krankenhaus zu bewachen. Tut mir leid, Beatrice. Das ist bestimmt schwer für dich. Schon in Ordnung. Ich wünschte nur, wir müssten nicht auf die Antworten warten. Ich weiß, aber Professor Snape meinte, dass er Zeit braucht, um den Inhalt der Flasche zu analysieren. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit mit dem selbsternannten Wächter von Hogwarts reden. Curry hat überall nach dir gefragt. Es hat sich angehört, als wolle sie dir was Wichtiges sagen. Dann werde ich nach ihr sehen. Vielleicht hat sie Neuigkeiten, was eine bestimmte Slytherin angeht. Merula Snyde. Und warum hast du eigentlich keine Infos dazu, Beatrice? Warst du nicht voll dicke mit der... Naja, anscheinend nicht mehr. Hä, was? Ach komm, Hogwarts Mystery. Das ist jetzt ein Déjà-vu, oder? Ja. Ich hab grad irgendwie das Gefühl, dass ich verwirrt bin. Naja, egal. Mit Curry reden. Erzähl mir, was dich beschäftigt. Ich bin jetzt im Innenhof. Alles klar. Aber, hä, warte mal, die hat doch nach mir gefragt. Warum soll ich dann... Hä? Oh, Cory, ey, du machst mich fertig. Okay, Leute. Dann haben wir heute auf jeden Fall einen coolen Fortschritt geschafft. Und ich bin schon gespannt, wie es jetzt in dieser ganzen Aufgabe weitergeht. Natürlich auch hier bei unserer, ja, wie heißt das Vieh jetzt nochmal? Sumpfkrattler-Aufgabe, ganz genau. Und natürlich auch hier die weiteren Aufgaben der Hauptstory. Nächste Folge gucken wir uns mal an und hören uns mal an, was die gute Cory uns zu erzählen hat. Und ob sie vielleicht den ein oder anderen neuen Hinweis hat, der uns auf der Suche nach, ja, dem Verursacher dieses Lachtranks, ja, was uns da weiterhelfen kann. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil ein Daumen nach oben hilft bei der Frage nicht. Aber ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und ja, würde ich mich riesig drüber freuen. Vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge am Sonntag. Macht's gut, Leute, und ciao zusammen.